Ich bin live, richtig? Yes. Okay. So, ihr Lieben. Irgendeine seltsame Meldung hier. So, jetzt schaue ich mal auf meiner Seite, ob das hier auch klappt. Ui, 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 da muss ich mal noch die Tür zumachen. So, ich habe Zuschauer. Sehr schön. Schreib mir doch mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo Kommentare sehe. Nein, sehe ich nicht. Okay, dann probieren wir das mal anders. So. Aber schreibt mir gern schon mal rein, während ich hier schaue, ob ich in der richtigen Gruppe live bin, ob die Übertragung auch funktioniert, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Ah ja, das klappt. Okay. Sehr Dann schön. probieren wir das mal anders. Ton läuft. Wunderbar. So, hello, 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 aus dem sonnigen Zypern, aus dem sonnig warmen Zypern, zum Sonntag-Live-Training, zum Sonntag-Live-Event. Lass uns mal über Geld sprechen, heute Morgen wieder. Sonja ist dabei, wunderschönen guten Morgen. Chris schreibt mir, ja, ich bin in der richtigen Gruppe. Perfekt, wunderbar. Ihr Lieben, wer hat Lust, über Geld zu sprechen? Wer hat Lust, über Geld zu sprechen? Schenkt mir mal ein paar Herzlein, damit ich es weiß, dass das jetzt auch ein Thema ist, wo du gerne was ändern möchtest. Ach, ich kann dir sagen, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, ich habe schon so vieles geändert und so viele Ziele erreicht, so vieles hinbekommen, aber ob ich das mit dem Geldthema in diesem Leben ja auch noch schaffe, da habe ich schon eine Weile dran gezweifelt. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen. Deshalb nochmal herzlich willkommen hier zum Live-Event. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Du musst nur wissen, wie. Erster Punkt. Ich erzähle dir heute Morgen vielleicht auch keine sensationell neuen Dinge. Vielleicht hast du das, was ich heute Morgen mit dir teile, auch schon öfter gehört. Vielleicht ist es auch neu für dich. Egal, ob du es neu gehört hast oder ob du es schon öfter gehört hast. Das sind Dinge, die funktionieren. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe vieles auch gefühlt 100 Mal gehört in meinem früheren Leben. Aber ich habe es nicht wirklich umgesetzt. Ich habe es nicht wirklich umgesetzt. Und das ist einfach die Krux, die Zutaten auf dem Küchentisch zu haben, für einen leckeren Kuchen, für ein leckeres Gericht und sie nicht zusammenzufügen, um sie auch in den Ofen zu schieben, da wirst du keinen Kuchen bekommen. Und so ist es hier auch, die Dinge, die ich mit dir teile, die darfst du natürlich umsetzen. Und zwar nicht nur einmal, sondern du darfst da wirklich am Ball bleiben. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger erster Aspekt, den ich zu Beginn hier gern schon mal mit dir teile. So, und nach meiner interessanten Lebenserfahrung und was ich so im Außen beobachte, haben wir zu nichts und niemandem, wirklich zu nichts und niemandem, ein so unheiles Verhältnis wie zu dem lieben Thema Geld. Wir atmen ein und atmen aus und wissen, es ist immer Sauerstoff da und ja, wir gehen abends zu Bett und morgen früh wachen wir nochmal auf. Stehen auf, alles ist so selbstverständlich. Aber wenn es um das liebe Thema Geld geht, da haben wir so, so viele unheilsame Prägungen. Und ich habe dir ja in den Titel reingeschrieben schon, warum es nichts nutzt, Geldglaubenssätze zu lösen und was du stattdessen tun kannst. Der erste Punkt, wir können uns unser Leben lang damit beschäftigen, Glaubenssätze zu lösen, egal ob es Geldglaubenssätze oder sonst irgendwelche Glaubenssätze sind.
Das Ding ist doch, wir wollen doch nicht wirklich unsere Glaubenssätze lösen, sondern wir wollen doch andere Resultate in unserem Leben erzielen. Das ist genau das Ding, was wirklich Veränderung bringt. Sich weniger, darf ich dich dazu beginnen bei schon mal einladen, dich weniger ab sofort damit zu beschäftigen, welche Geldglaubenssätze in dir verborgen sind. Nur indem du sie löst, selbst wenn du es könntest auf Fingerschnipp, hast du noch kein anderes Leben. Bist du immer noch nicht dort, wo du hin möchtest. Das ist das Ding. Deshalb, erste Einladung. Wie wär's, wenn du es dir jetzt leicht machen darfst, einfach machen darfst und aufhörst, in der Vergangenheit rumzuwühlen, welche Geldglaubenssätze, Muster, Prägungen oder welche Prägungen überhaupt in dir verborgen sind, die bis eben es verhindert haben, dass du in dem Leben ankommst, wo du hin möchtest und du stattdessen dich wirklich mal jetzt auf den Weg begibst und die Dinge, die ich dir jetzt heute weitergebe, die du vielleicht, wie gesagt, zum ersten Mal hörst oder schon öfter gehört hast, wirklich, wirklich stabil und ständig in dein Leben integrierst. Weil das sind genau die Dinge, die bei mir wirklich alles verändert haben. Das heißt auch, du bist hier goldrichtig, wenn du schon länger den Wunsch hast, finanziell erfolgreicher zu sein. Im Einklang das natürlich auch mit deinem Seelenplan. Was meine ich damit? Dass du auch weißt, wirklich, warum du hier bist, deine Lebensaufgabe auch wirklich klar hast. Nenn es Lebensplan oder Seelenaufgabe oder nenn es Mission, wie auch immer. Und damit dir dann auch erlaubst, Geld zu verdienen, Geld in dein Leben zu lassen. Weil ich, wenn ich spreche hier jetzt davon, finanziell erfolgreich und glücklich zu sein. Weil das wollen wir doch alle. Wir wollen Freude, wir wollen Leichtigkeit, wir wollen Spaß. Wir sind doch alle mal hierher gekommen, um Freude, Spaß und Leichtigkeit in diesem Leben zu haben. Und wir wollten auch das Leben leben. Wir sind nicht hierher gekommen und haben uns darauf gefreut, tagsüber Dinge zu machen, die uns mehr Energie rauben, sprich einen Beruf zu machen, einen Job auszuüben, der uns zwar Summe X am Monatsende aufs Konto bringt. Ich weiß das sehr gut, wovon ich spreche. 30 Jahre öffentlicher Dienst. Die ersten Jahre total stolz auf diese Stelle gewesen und auch recht gut verdient, und trotzdem hatte ich nie Geld, weil ich einfach gewisse Dinge nicht beachtet hatte. Und jetzt geht es auch nicht, wenn ich darum sage, gewisse Dinge nicht beachtet. Es geht auch nicht darum, jetzt zu sparen, so nach dem Motto für schlechte Zeiten. Das ist auch so eine Prägung, die wir in uns haben. Wenn wir anfangen zu sparen für schlechte Zeiten, wo ist die mentale Ausrichtung? Was bestellen wir beim Universum? Nach dem Gesetz der Resonanz, nach Naturgesetzen, denen sich niemand von uns entziehen kann. Jeder von uns ist ein Teil dieses Ganzen. Jeder von uns ist ein Teil dieser Natur. Und absolut niemand, 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 weder ich noch du noch sonst irgendein König, Kaiser dieser Welt, kann sich den Naturgesetzen entziehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für dich, egal wo du jetzt stehst. Wirklich egal wo du jetzt stehst, was für Glaubenssätze und Themen noch bis eben in dir verborgen sind. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du heute beginnst, diese Naturgesetze zu nutzen, die Dinge zum Paar, was ich jetzt heute Morgen in diesem kurzen Zeitrahmen hier mit dir teile, wirklich umsetzt, kannst du es nicht vermeiden, andere Ergebnisse in deinem Leben zu erzielen. Das ist Fakt. Du darfst es nur machen. Ja, du darfst es nur machen. Sehe es wie die Zutaten für ein Kuchenrezept, die ich dir heute Morgen hier auf dem Goldtablett serviere. Und wie du sie zusammenfügst, ob du sie zusammenfügst, dazu darfst du dich entscheiden. Und dann wirst du auch den Kuchen entsprechend, metaphorisch gesprochen, auch in deinem Leben haben. Ja? Und da liegt auch, wie sagt man so schön, der Hase im Pfeffer begraben. Wenn du schon seit geraumer Zeit versuchst, Geldglaubenssätze zu lösen und trotzdem keine greifbaren Veränderungen im Außen, also im Kontostand hast, dann liegt das genau an den Dingen, dass du auf der unbewussten Weise immer noch Dinge beim Universum bestellst. Und das mögen auch so Dinge sein, dass du
wenn es auch unbewusst, ich unterscheide immer gerne zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem. Im Unbewussten, das sind so diese blinden Flecken. Das höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen im Dialog bin, mit unseren wunderbaren Kundinnen in der Akademie oder auch im Soulmate Live. Ich höre immer so ganz genau hin. Der Sprachjargon, der sagt wirklich alles. Und da kannst du auch mal in die Beobachtung mit dir selbst gehen. Wie sprichst du den ganzen Tag mit dir selbst? Was denkst du in erster Linie? Ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben. Als ich am liebsten so am 5., 6. des Monats schon gehabt hätte, dass schon wieder der erste ist. Wie viel hat sich tagsüber alles in meinem süßen Gehirn sich um das liebe Thema Geld gedreht? Und das sind genau die Dinge, die ich damals, ohne dass mir das damals bewusst war, deshalb teile ich das hier mit dir, um dich da ein bisschen auch wach zu rütteln. Das sind genau die Dinge, warum ich so lange nicht aus dieser Falle herausgekommen bin, weil dieses Beschäftigen mit dem Geld, mit dem Kontostand, was jetzt aktuell gerade nicht ist, ich davon ja mehr bestellt habe. Das Universum, das wertet nicht. Das schaut, du kannst dir das so vorstellen, ich vergleiche das immer gerne wie mit so einer Universumskellnerin. Die steht abends da und schaut, mit was hast du dich tagsüber überwiegend beschäftigt. Wenn du aufgrund der jetzigen Situation, wo du dich gerade befindest, dich viel damit beschäftigt hast oder zum überwiegenden Teil, was gerade nicht so in deinem Leben ist, wie du es gerne hättest. Sei es das liebe Thema Geld oder seien es auch andere Dinge. Dann kannst du das dir so vorstellen, dass da eine Universumskellnerin abends da steht und macht Striche, womit du dich am meisten gedanklich beschäftigt hast. Bewusst, unterbewusst und auch unbewusst. Und da, wo die meisten Striche sind, da liefert das Universum dir mehr davon. Weil da niemand bewertet und beurteilt, das ist gut, das ist schlecht, die mag sich vielleicht manchmal die Haare raufen, weil sie denkt, jetzt bestellt sie schon wieder dieses Thema, hat sich heute schon wieder den ganzen Tag damit beschäftigt, hat auch eigentlich schon tausendmal gesagt, das will ich so nimmer, diese Situationen. Aber wenn sie es wieder bestellt, okay, dann liefern wir halt wieder. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das Universum, kannst du dir vorstellen, ist wie ein Pizzaservice. Die Pizza, die du bestellst, die wird geliefert. So, was kannst du jetzt wirklich tun, um mehr Fülle, Leichtigkeit und Freude im Leben zu haben, statt dich weiter mit Glaubenssätzen zu beschäftigen? Ich habe heute Morgen auch noch so einen schönen Spruch gelesen, so ganz zufällig, das Universum hat ihn mir geschickt. Du hast. Und da sind wir bei den Naturgesetzen auch nochmal, Gesetz der Resonanz. Du hast ebenso große Energieressourcen und Möglichkeiten in dir verborgen, wie jeder andere auf dieser Welt. Du darfst sie nur nutzen. Kannst da gerne auch als neuen Glaubenssatz aufschreiben. Ich habe ebenso große Energieressourcen und Möglichkeiten in mir verborgen, wie jeder andere auf dieser Welt. Ich darf sie mir jetzt zunutze machen. Und das ist eine Entscheidung. Das ist nichts anderes, als dass du dich jetzt wirklich dafür entscheidest und auch wirklich in der Richtung am Ball bleibst und die Dinge auch umsetzt. Weil sobald du dich wirklich dafür entschieden hast, keine Kompromisse mehr einzugehen, sondern dich für dich und dein Herz und deine Seele und das Leben, wie du es eigentlich gerne hättest, also die Veränderung, die du gerne hättest, entschieden hast und auch dir das Navigationssystem holst, wie du wirklich von A nach B kommst, wie bei einem Auto. Wenn du von München nach Hamburg fahren willst, dann fährst du ja auch nicht einfach los, holst dein Navigationssystem anhand. Und alles, was auf dem Weg da aufkommt an Hindernissen, wenn wir es mit der Autofahrt vergleichen, leitet das Navigationssystem dich ja auch durch, weil das sagt dir, da ist eine Baustelle, fahr da bitte von der Autobahn ab. Ansonsten stehst du die nächsten 2 Stunden im Stau. Also ist es klug, von der Autobahn abzufahren, die Baustelle zu umfahren und
damit du in München ankommst, rasch, wann du ankommen möchtest und nicht erst in 10 Jahren oder in 3 Tagen. Und sobald du diese Dinge dir wirklich erlaubst, dich dafür entscheidest und so dem Ruf deiner Seele folgst und genau weißt, was deinem Seelenplan entspricht, wird der Weg mit jedem Tag leichter. Heißt nicht, dass man noch Herausforderungen da sind. Das ist wie das Salz in der Suppe. Das Ding ist nur, wie viel mehr könntest du dich mit Luxus, wenn es jetzt mal Probleme sind, mit Luxusproblemen beschäftigen, statt mit Alltagsproblemen? Wie viel mehr könntest du dich mit Luxusproblemen beschäftigen, statt mit Alltagsproblemen? So, jetzt gibt es mal noch so ein paar Dinge. Wie habe ich das geschafft, wirklich da rauszukommen aus diesem gefühlt ewigen Geldmangel? Also, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, in meinem früheren Leben mehrere Konten zu haben, wo überall Geld drauf ist. Das war für mich überhaupt nicht vorstellbar. Ich konnte mir fast schon immer vorstellen, wie es ist, ein Konto zu haben, wo immer Geld drauf ist. Warum? Weil ich immer chronisch im Minus war. Ich habe zwar, wie sagt man so schön, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, du musst das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommen kann. Also ich habe kein Geld zum Fenster rausgeworfen, sondern aufgrund dieser vielen Themen, die in mir verborgen waren, was man über mich gestülpt hatte und was auch über dich gestülpt wurde. Und das ist jetzt keine Elternschelte oder Schimpfe auf andere, nur zum Bewusstmachen. Die haben auf der unbewussten Ebene dazu geführt, dass ich immer wieder entsprechend des unbewussten Denkens Dinge in mein Leben gezogen habe, wo das Geld, vielleicht kennst du das, mir immer so gefühlt zwischen den Fingern zerronnen ist. Und das ist mir mal so bewusst geworden, als ich tatsächlich mal eine für mich damals größere Summe von A nach B gefahren hatte, mit dem Auto von einer Bank zur nächsten und war ein paar Kilometer unterwegs und hatte unterwegs Lust, was zu trinken, also mir so einen Kaffee für unterwegs zu holen und noch was Kleines zu essen. Dann habe ich mit dem Auto da erstmal habe ich überhaupt überlegt, ich habe mich unwohl gefühlt, mit dieser Summe im Auto unterwegs zu sein. Dann hatte ich überlegt, fahre ich jetzt nicht lieber durch zur Bank, weil wenn ich jetzt aussteige, könnte das Auto ja geklaut werden. Das ist völlig irrsinnig, solche Gedanken, aber da ist mir bewusst geworden, was es in mir denkt, wenn ich mal eine größere Summe Geld bei mir habe, also eine für mich damals größere Summe. Dann habe ich gedacht, okay, du könntest ja diesen Umschlag mit dem Geld in die Handtasche machen und die Handtasche auf jeden Fall mitholen in die Bäckerei. Was ist, wenn dir aber jemand die Handtasche klaut? Vielleicht kennst du solche Dinge. Vielleicht kennst du ähnliche Dinge, was es in dir denkt. Wenn du dir jetzt nur mal vorstellst, machen wir doch mal ein gleiches Beispiel, ein kleines Beispiel. Schließ mal ganz kurz deine Augen, atme mal aus. Und stell dir mal vor, in deinem Portemonnaie sind jetzt 5.000 Euro. Ja, als erstes kommt vielleicht Freude auf und du denkst, yes, großartig. Nur wenn du weiter denkst, wenn du weiter mal da reinfühlst, wie sehr würdest du versuchen, das Portemonnaie zu hüten? Und genau diese Gedanken, von denen ich eben erzählt habe, im Kopf sich abspielen würde. Was ist, wenn das Geld mir geklaut wird? Das muss ich an einen sicheren Ort bringen. Das muss ich aus dem Portemonnaie rausholen. Oder keine Ahnung, was auch immer. Ich muss es auf die Bank bringen oder ich muss es irgendwo in der Wohnung verstecken, was auch immer. Das sind genau die Dinge, weil mit allem anderen, wenn, keine Ahnung, da eine Schale steht mit die Folge prall gefüllt ist mit Kirschen oder mit leckeren Erdbeeren, da kommen wir ja auch nicht auf die Idee, dass uns da jemand was wegholen könnte. Ja? Das sind so die Dinge, wo ich damals gemerkt habe, wow, was für ein Unsinn denkt es eigentlich in dir? Und wie soll denn Geld zu mir fließen, wenn ich mich so unwohl fühle? Wenn du dir jetzt nämlich vorstellst, du bist einfach unterwegs,
gehst spazieren, hast dein Portemonnaie dabei, machst einen Waldspaziergang oder einen Spaziergang in der Stadt und hast da 3.000 Euro oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro in deinem Portemonnaie. Wenn du dann nicht das Gefühl hast, dass es einfach ganz normal ist, schreib mal auf und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, und es geht darum, sei bitte ehrlich zu dir selbst, du bist es nicht mir gegenüber oder jemand anderem gegenüber, sei ehrlich mit dir selbst, was es da in dir denkt. Da kommst du an die Themen ran. So, das war für mich ein ganz, ganz ausschlaggebendes Erlebnis, wo ich gedacht habe, warum soll Geld zu mir fließen, in dem Maß, wie ich es eigentlich gerne hätte, und auch noch bei mir bleiben und sich wohl bei mir fühlen, wenn ich es ja eigentlich ablehne. Das ist auch, du kannst dir das auch so vorstellen wie ein Partner an deiner Seite. Warum soll dein Partner bei dir bleiben und dir eine wunderbare, glückliche Beziehung haben, wenn du nicht magst, dass er da ist? Es ist alles eine große Energie. Auch Geld ist nichts anderes als eine Form von Energie. Also, erster Schritt. Wie wäre es, mal einen Liebesbrief oder erstmal einen Brief ans Geld zu schreiben, wo du ihm mal das Geld mal um Verzeihung bittest? Das klingt ein bisschen skurril, aber mach das mal. Da kommen ganz viele Themen in dir auch auf, was du eben gegenüber Geld gesagt, getan und auch gedacht hast, was nicht wirklich in der Liebe war. Und dann im zweiten Schritt mal einen Liebesbrief an Geld schreiben. Du schickst den ja nicht ab, du hast ihn für dich. Das sind so Dinge, die vielleicht ein bisschen spooky klingen, die sehr, 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 sehr auf der energetisch unbewussten Ebene sehr, sehr hilfreich sein. Dass du diese Themen in dir löst und beginnst, wirklich Geld zu lieben. Dann beginne auch Geld zu haben. Hör auf, Geld zu sparen, sondern beginne, Geld einfach zu haben. Beginne in deinem Portemonnaie auch immer Geld zu haben. Das hat bei mir mal angefangen mit einem 50-Euro-Schein, der immer in meinem Portemonnaie war. Also, wenn weniger Geld drin war, wenn keine anderen Scheine mehr drin war, außer dieser 50-Euro-Schein, dann habe ich diesen auch nicht angefasst. Den hatte ich einfach im Portemonnaie und habe mir dann eben Geld nochmal geholt, wenn ich einkaufen wollte, ohne mit der Karte zu zahlen. Ist übrigens auch noch so ein Aspekt. Fällt mir gerade ein. Ich habe mir angewöhnt, ganz, ganz lange wirklich in erster Linie bar zu bezahlen, damit ich einfach auch mal mehr Gefühl wieder dafür hatte, wie es ist, auch Geld in der Hand zu haben, also weniger mit Kreditkarte gezahlt. Und vor allem, wenn du mal beginnst, Geld immer auch in deinem Portemonnaie zu haben, machst du nie wieder das Portemonnaie auf und denkst, da ist kein Geld da. Du meinst zwar in dem Moment gerade im Portemonnaie ist kein Geld, aber je öfter du denkst, ich habe kein Geld hier im Portemonnaie, bestellst du das beim Universum, kein Geld da. Was liefert das Universum? Dir Mangelsituationen. Also das ist so eine feine Gratwanderung, wie du merkst. Und beginne immer mehr Geld in deinem Portemonnaie auch mit dir zu führen, in einer Höhe, wo es ein bisschen kribbelt, wo du denkst, naja, wenn mein Portemonnaie jetzt hier einfach so liegt, dann muss ich aufpassen, dass keiner kommt und mir das klaut. Das sind ja alles Hirngespinste. Warum sollte jetzt jemand kommen, der dir dein Portemonnaie klaut? Aber daran merkst du, welche Themen tief in dir verborgen sind zum Geld. Also beginne mehr und mehr wirklich Geld in deinem Portemonnaie bei dir zu tragen, in einer Höhe. Und wenn es jetzt erstmal zum Start nur 50 Euro sind, und lass es dann aus 50 Euro 100 werden, 200, 300, 400, 500.000, sodass du einfach mal beginnst, dich auch mit Geld wohlzufühlen. Dass Geld auch an deiner Seite ist, wie ein Partner an deiner Seite. Ergibt das Sinn, ihr Lieben? Schenkt mir mal ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich euch erreiche.
Gucken, ob ich auch sehe hier, wo ihr seid. So. Chris schreibt, ich möchte mich noch selbstständig machen und ich weiß auch, wo meine Berufung liegt und was ich machen will. Ja, sehr schön. Chris, woran liegt's? Leg los. Nicole ist mit dabei. Ich bin eh für Bargeld. Oh, danke, danke für die Herzen. Sehr schön. Chris, entscheide dich dafür, wirklich loszulegen jetzt, durchzustarten. Und gerade wenn man weiß, was das eigene Ding ist und durchstarten möchte, dann ist man ja auch für sich selbst verantwortlich und will ja auch die Geldenergie empfangen, die man gerne hätte. Und da gilt es umso mehr, wirklich diese Themen in sich zu erkennen und sich in erster Linie mit den Dingen zu beschäftigen, wo man hin möchte. Als ich nach 30 Jahren gekündigt hatte, habe ich mir eins vorgenommen. Es wird nie wieder Monatswechsel geben, also über den ersten hinweg, wo weniger als 3.000 Euro auf meinem Konto sind. Habe ich das die erste Zeit immer geschafft? Nein, aber ich habe es immer öfter geschafft. Und bis das dann stabil war, dann habe ich angefangen und gesagt, okay, das war auch ziemlich, ja, das war eigentlich so ziemlich zeitgleich, dass ich mir erlaube, wenigstens zweimal im Monat Geld zu empfangen. Weil das ist auch eine interessante Prägung, die wir haben. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für dich, den du auch unbedingt umsetzen darfst oder sogar musst, wenn du was verändern möchtest daran. Wir sind es gewohnt, dass einmal im Monat Geld aufs Konto kommt. Und wir sind es gewohnt, dass wir uns mit diesem Betrag dann einen Monat lang, also 4 Wochen, bis das nächste Mal Geld kommt, wie man so schön sagt, über Wasser halten müssen. Und wir sind es gewohnt, wenn ich jetzt heute eine Überweisung mache von 500 Euro, sind morgen 500 Euro weniger auf dem Konto. Das ist unsere Denke. Und hier sogar auf 3 Ebenen. Bewusst, unterbewusst und unbewusst. Was bestellst du damit beim Universum? Ich bekomme nur einmal Geld im Monat. Ich muss gucken, wie ich mit diesem einen Geldbetrag im Monat über die Runden komme. Und wenn ich eine Überweisung tätige, ist anschließend weniger auf dem Konto. Meine Liebe, darf ich jetzt mal diese Denke vom Kopf auf die Füße stellen? Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Wie wäre es, ab heute zu beginnen? Das war auch eines meiner Anfänge. Ich habe dann erstmal angefangen, stabil zu denken, dass wenigstens zweimal Geld im Monat auf mein Konto kommt. Dass wenigstens im nächsten Schritt 4-mal im Monat, also jede Woche, Geld aufs Konto kommt. Und im nächsten Schritt, dass jeden Tag Geld aufs Konto kommt. Und was ich da so interessant fand, ist, dass ich gedacht habe, okay, von Montag bis Freitag sind Werktage, müssen wir das Wochenende ausschließen. Am Wochenende kann ja dann auch keine Nachricht kommen mit einer App, dass Geld auf dem Konto eingegangen ist. Und selbst diesen Glaubenssatz durfte ich lösen, weil das Universum mich eines anderen belehrt hat. Das war noch so old school. Ja, so von Montag bis Freitag sind Banktage und nur dann kann Geld verbucht werden. Das ist bei vielen Banken, wo das automatisiert funktioniert, aber inzwischen auch nicht mehr. Also, bitte wisse, nach deinem Glauben wird dir geschehen, bitte nimm das auf. Das ist eines der Naturgesetze, das steht schon in der Bibel geschrieben. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Wie viel mehr kannst du ab heute also beginnen zu glauben, dass du immer mehr Geld zur Verfügung hast, als du brauchst, dass du über den Monatsersten, wenn du jetzt zum Monatsersten oder ansonsten eine Monatsmitte, in meinem früheren Leben, bei meinem Arbeitgeber damals im öffentlichen Dienst, gab es auch eine Zeit, wo wir zum 15. Geld bekommen haben, dass über diesen Monatswechsel hinaus immer Summe X dennoch auf deinem Konto ist,
Nimm 1000 Euro, 3000 Euro, 5000 Euro oder auch 10.000 Euro, je nachdem, wo du gerade stehst. Nimm einen Betrag, wo es ein bisschen kribbelt, damit du auch da deine Komfortzone verlässt und wirklich stabil in eine andere Richtung denkst. Und öffne dich dem Gedanken, und wie viel mehr kannst du beginnen, jetzt zu glauben, dass im nächsten Schritt zweimal im Monat Geld auf dein Konto fließen, viermal im Monat Geld auf dein Konto fließen und schließlich jeden Tag Geld auf deinem Konto, Geldeingänge zu verzeichnen sind. Und jetzt gibt es noch einen Trick, den du gerne auch anwenden kannst, um das noch zu untermalen, um dich noch mehr darin zu üben, auch daran anzuglauben. Mach mal ein Haushaltsbuch auf eine andere Art und Weise. Hol dir ein schönes Büchlein und da schreibst du alle Ausgaben rein, die du tätigst. Sei es 3,50 € beim Bäcker, sei es 50 Euro an der Tankstelle, sei es 35,27 € im Supermarkt. Und das schreibst du dir in ein Haushaltsbuch rein. Aber nicht als Ausgabe, sondern als Einnahme. Und zwar ohne Komma. Beispiel, du hast ja einen Kaffee und ein leckeres, süßes Teilchen beim Bäcker gekauft, hast 3,50 € dafür ausgegeben, dann schreibst du in dein Haushaltsbuch rein, danke, 350 Euro. Du hast 35,28 € im Supermarkt ausgegeben, dann schreibst du in dein Haushaltsbuch rein, danke, 3.582 Euro. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du das auch fühlst, dass du das auch beginnst zu fühlen, wie es ist, wenn in dem Beispiel 3.582 Euro auf dein Konto fließen, wie in dem Beispiel 350 Euro auf dein Konto fließen. Und dann kannst du das einmal in der Woche auch summieren und dann stellst du dir vor, dass du diesen Kontostand auch schon auf deinem Konto verzeichnen kannst. Das wird im Laufe der Zeit in die Millionen gehen. Das ist eines der Geheimnisse, wo du selbst dich an der Hand nehmen kannst, um zu beginnen, in der Richtung mal ein Haushaltsbuch zu führen und mal dir zu erlauben, wirklich die Geldenergie auch wieder zu dir zurückfließen zu lassen. Und dann geht es natürlich darum, nicht am nächsten Tag auf den Kontostand zu gucken und zu denken, funktioniert bei mir nicht. Oder nach 3 Tagen funktioniert bei mir nicht zu denken. Damit bestellst du es wieder ab. Metaphorisches Beispiel. Du bestellst eine Pizza beim Pizzaservice. Der Pizzaservice ist schon unterwegs zu dir. Aber war nicht in einer halben Stunde da, wie du es erwartet hast. Und dann sagst du, oh, nee, funktioniert nicht, will doch keine Pizza mehr haben. Wie viel mehr kannst du wirklich beginnen, an dich zu glauben, dass du wie jeder andere auf diesem schönen Planeten ein Teil des Ganzen bist, du dir selbst deine Lebenswirklichkeit in allen Bereichen erschaffst, auch bei dem lieben Thema Geld. Und mit diesen Dingen jetzt auch wirklich diese in dein Leben integrierst. Was habe ich als nächstes noch gemacht? Ich habe mein Portemonnaie aufgeräumt. In meinem Portemonnaie haben bis heute Quittungen und Zahlungsbelege keinen Platz. Das kommt aus dem Feng Shui, das habe ich irgendwann mal aufgenommen, klang für mich total plausibel. Und in meinem Portemonnaie sind nur Kreditkarten, da ist Bargeld und zwar auch schön geordnet. Von den großen Scheinen zu den kleinen Scheinen weiter nach vorne. Da gibt es ein separates Fach in dem Portemonnaie, wo Geldscheine drin sind, die ich nie anrühre. Und vorne gibt es ein Fach, wo Geldscheine drin sind, mit denen ich eben bezahle. Bring Ordnung in dein Portemonnaie, räum dein Portemonnaie auf und schaff dir auch ein wunderschönes Portemonnaie an, wo dein Geld sich auch wohlfühlt. Also schau auch, dass du nicht so ein kleines Teil hast, wo du die Geldscheine noch gefühlt fünfmal knicken musst. Kommt auch aus dem Feng Shui, da spricht man davon, dass man ein geknicktes Verhältnis zum Geld hat,
unter dem Aspekt, dass alles Energie ist und wenn Geld wie ein Partner an deiner Seite ist, wie der Partner sich an deiner Seite wohlfühlen will, so will auch die Geldenergie sich bei dir wohlfühlen. Also, sorge dafür, dass Ordnung im Portemonnaie ist und dass du auch ein Portemonnaie hast, das du gerne wie so ein Schmuckstück auf den Tisch legst, wenn du im Café bist oder irgendwo, was du gerne präsentierst. Das darf dein Schmuckstück auch sein, dein Portemonnaie. Okay? So. Und seh auch mal die Fülle um dich herum. Seh auch mal die Fülle um dich herum. Wie kannst du jetzt tagsüber zudem noch deine Denkweise in eine andere Richtung bringen? Und beginnen aufzuhören, im Mangel zu denken und immer mehr und mehr stabil beginnen, in der Fülle zu denken. Wenn du in der Natur unterwegs bist, wenn du einen Spaziergang machst und du siehst am Wegesrand Blumen stehen, Grashalme, keine Ahnung, was auch immer. Wow, was für eine Fülle ist da. Du siehst in den Wald, Blätterwald oder Blätterwald ist für Deutschland, glaube ich, gerade nicht gut, kein gutes Beispiel. Tannenwald, wow, wie viel Billiarden von Tannennadeln hier an den Bäumen sind. Wenn du in der Küche bist, in deinen Vorratsschrank schaust, Packung Reis rausholst, wow, wie viele tausend Reiskörner in dieser Packung sind. Wenn du eine Packung Nudeln in der Hand hast, wow, wie viele hunderte von Spaghetti in dieser einen Packung hier drin sind. Das klingt alles ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig und es ist so, so wirkungsvoll. Weil damit erinnere dich an die Universumskellnerin, die abends Striche macht. Mit was hat sie sich heute in erster Linie beschäftigt? Ah, mit Fülle. Sie sieht die Fülle. Sie sieht, wie viel Sachen sie in ihrem Vorratsschrank hat, um sich gut zu ernähren. Sie sieht die Fülle in der Natur. Hat sie heute bewundert. Sie ist über die Blumenwiese gelaufen und hat gedacht, wow, wie viele Grashalme sind hier, wie viele Blüten sind hier. Ja? Und was wird er dann geliefert? Mehr davon. Was wäre, wenn es so einfach wäre? Und wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass es tatsächlich so einfach ist und einfach wird, je stabiler du beginnst, auch in diese Richtung zu denken. Und beginnst Geld zu lieben. Ihr Lieben, kommt das an? Ich gucke mal nochmal, was ihr hier reingeschrieben habt. Und trink mal einen Schluck Tee. Das nur einmal. Ich studiere noch deshalb und kann ich mich noch nicht selbstständig machen. Liebe Chris, das ist ein interessanter Glaubenssatz. Ich studiere noch und deshalb kann ich mich nicht selbstständig machen. Ich gebe euch mal noch ein paar andere Glaubenssätze mit auf den Weg. Danke, Chris, dass du das hier schreibst und sorry, wenn ich das jetzt auseinanderpflücke. Ich will euch nur wachrödeln. Ich bin jetzt, keine Ahnung, in Teilzeitrente. Deshalb darf ich jetzt nicht mehr Geld verdienen. Ich kriege noch Unterhalt von XY. Deshalb darf ich jetzt zusätzlich nicht mehr Geld verdienen. Mein Mann, der will das jetzt nicht, dass ich ein anderes Leben uns erschaffe, weil für ihn ist alles in Butter. Deshalb kann ich jetzt nicht meinem Ruf der Seele folgen. Keine Ahnung, das sind alles Dinge, die wir beim Universum bestellen und wundern uns dann, warum die Seele uns vielleicht auch auf der körperlichen Ebene immer mehr Botschaften schickt oder auch auf der mentalen Ebene. Wir keine Freude im Leben haben, wir morgens nicht wach werden und es kaum erwarten können, in den Tag zu starten und viel Freude, Spaß und Leichtigkeit haben. Das sind alles interessante Glaubenssätze, die wir beim Universum bestellen und das Universum wertet und beliefert nicht und liefert dann mehr davon. Und das Wertvollste, was wir haben, ist Lebenszeit. Wir können alles verändern, aber wir können keine Lebenszeit mehr zurückdrehen. Ihr Lieben, ergibt das Sinn? Oh ja.
Ja, doch, wie kann ich ins Fühlen genau kommen? Wie machst du das? Wie kann man das fühlen? Sehr gute Frage, liebe Chris. Wie mache ich das? Mir ist das auch, als ich damit angefangen habe, nicht so leicht gefallen, das auch zu fühlen. So, das eine ist Thymusdrüse klopfen. Damit aktivierst du ganz viel Potenzial in dir. Weibliche Variante Thymusdrüse klopfen ist die, männliche Variante ist die. Ja? Mach beides, mach eines, aber mach's. So, dann die Augen schließen und dir die Frage stellen, nur mal einfach mal einen Betrag, wenn ich jetzt stabil, ständig einen Kontostand hätte von, sagen wir mal, 5.000 Euro, wenn immer 5.000 Euro auf meinem Konto wären, immer, 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 wie würde ich mich dann fühlen? Was würde ich dann denken? Mit was würde ich mich dann beschäftigen? Das ist ein Punkt, wo es dir gelingt, ins Fühlen zu kommen. Das geht gar nicht anders, dass du dann auf der einen Seite gar nichts fühlst oder Mangel fühlst, sondern du wirst dann ja fühlen, diese Leichtigkeit, dieses Aufatmen. Oder du kannst auch gerne die andere Variante, die Abkürzungsvariante wäre, wenn dir das gelingt. Ist mir die erste Zeit auch nicht gelungen. Ich bin auf dem Weg, wie ich es gerade von mir gegeben habe, erstmal vorangekommen. Ach, ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass ich jetzt jederzeit 3.000 Euro auf meinem Konto habe. Ich hatte meinen Glaubenssatz in meinen Anfängen, in meinem süßen Köpfchen eingepflanzt. Ich bin so froh, dankbar und glücklich, dass ich jederzeit 30.000 Euro bar zur Verfügung habe. Und da gilt es nicht, diesen Glaubenssatz einmal, zweimal und dreimal zu denken und sich am sechsten Tag zu sagen, funktioniert bei mir nicht, oder ihn auch nur einmal zu denken am Tag, um am sechsten oder siebten Tag zu sagen, funktioniert bei mir nicht. Diese Sätze darfst du ständig denken. Ständig denken. Weil Wahrheit, wie viel Unsinn in Anführungsstrichen denkt es bis eben in dir und das bestellst du beim Universum. Das darfst du drehen. Du darfst beginnen, ständig, stabil, anders zu denken. Auf allen Ebenen, auch mit dem Geld. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass das Gefühl auch mit dabei ist. Entweder auf dem Weg, dass du kurz die Augen schließt und dir vorstellst, wie fühlst du dich, wenn du ständig 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 Euro zur Verfügung hast? Nimm den Betrag, der dir da in den Sinn kommt und denk aber auch bitte groß. Fang nicht an, im dreistelligen Bereich zu denken. Denk wenigstens im mehrfach vierstelligen Bereich, okay? So, das Gefühl ist ganz, ganz wichtig. Du kannst dir das so vorstellen. Gedankenenergien sind nicht nichts, das sind so wie Energieblasen, die wir aussenden, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Und indem du die noch mit Gefühl füllst, diese Energieblasen, Gleiches zieht Gleiches an, umso besser kann es einfach neudeutsch gesprochen auch manifestiert werden. Und du kannst auch noch einen Schritt weiter gehen. Jetzt noch mal so eine Königsdisziplin, sag ich mal. Dieser Moment, wo du ständig den Betrag zur Verfügung hast, den du gerne hättest, mal noch 3, 4 Monate weiter denken und dir dann vorstellen, wie du zurückdenkst. Ach, wie war das noch in meinem früheren Leben, als ich immer so im Mangel gedacht habe und jetzt ist immer alles da. Jetzt habe ich immer 50.000 Euro zur Verfügung oder 5.000. Nimm einen Betrag, wo es kribbelt, was aber so ein bisschen auf jeden Fall außerhalb deiner Komfortzone ist. Ergibt das Sinn, ihr Lieben? Hilft das? Mal nochmal hier gucken. Ja, sehr schön. Okay, gut. So, also, diese Schritte hier
Integrier die in deinen Tag. Integrier die in deinen Tag. Beginne stabil anders zu denken, das zu denken, das dich wirklich dorthin bringt, wo du tatsächlich auch hin möchtest. Und geh da in die Selbstbeobachtung. Geh stabil auch in die Selbstbeobachtung. Und bitte, jetzt bist du wahrscheinlich ein bisschen motiviert hier aus diesem Live heraus. Wenn du heute Abend denkst, ah, jetzt habe ich ja schon wieder so viel im Mangel gedacht. Keine Bewertung, keine Beurteilung, anerkenne dich dafür. Oh, ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt. Ich habe es heute noch gemerkt. Jetzt kann ich wieder umdenken. Mach dir Post-it-Zettel in die ganze Wohnung, die dich daran erinnern. Mach dir ein Post-it-Zettel in dein Portemonnaie, auf dein Handy, Bildschirmhintergrund, die dich immer daran hindern, bis es letzten Endes zur Gewohnheit wird. Und was natürlich mit die gescheiteste Idee ist, die du überhaupt machen kannst, umsetzen kannst, ist, dich dabei begleiten zu lassen, auch in das Leben zu kommen, wo du gerne hin möchtest. Nicht nur mit der Geldenergie, sondern in erster Linie auch mit der Lebensfreude, mit dem Spaß, mit der Leichtigkeit, mit deiner Mission, mit deinem Seelenplan, weil du bist ja auf der Suche nach deinem Seelenplan, hast so vielleicht auch ansatzweise wie die Chrisanne schon Ideen und relative Klarheit, was deinem Seelenplan entspricht, aber du musst, um dem zu folgen, um deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, nicht noch zig andere Ausbildungen, Fortbildungen, Zertifikate machen, um dem Ruf deiner Seele zu folgen. Alles andere sind interessante Ansichten und Prägungen. Musst du nur wissen, wie, mit welcher, ja, ich nenne es mal Strategie, mit welchem Navigationssystem du dich auf der Bühne deines Lebens zeigst. Und alles, was auf dem Weg dann dahin aufkommt und das verhindern könnte, zu lösen. Und da ist es natürlich geschickt, jemanden an deiner Seite zu haben, der dir den Weg zeigt. Ich bringe dir ein Beispiel, was ich auch damit meine, was es so wunderbar verdeutlicht, warum man das alleine nicht hinbekommt. Mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, einschließlich mir selbst, die das alleine hingekriegt hat. Alle erfolgreichen Menschen, die du da draußen beobachtest, sei es mich oder andere, erstens mal kannst du in anderen nur das sehen, was auch in dir verborgen ist. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Bitte nimm das auch noch mit aus dem Live-Event heute Morgen. Alles, was du an anderen siehst und bewunderst, sei es in mir oder an anderen, egal was es ist, ist auch in dir verborgen, sonst würde es nicht in dir auf Resonanz stößen, sonst würdest du das überhaupt nicht sehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich dir damit auf den Weg geben? Weiß es nicht mehr. Okay, ist weg. Ah ja, beim Navigationssystem war ich. Jeder erfolgreiche Mensch hat Menschen an seiner Seite, Mentoren, Coaches, wie auch immer, Berater, wie auch immer man das nennen möchte, die einen entscheidenden Schritt weiter sind als er selbst. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, wenn du dich in einem Raum befindest, wo Menschen sind, die auf dem gleichen Level sind wie du, bist du im falschen Raum, kannst du nichts weiteres dazulernen. Wenn du dich metaphorisch gesprochen in einem Raum befindest, sprich, ein anderer Ausdruck dazu ist, du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du in einem Raum bist mit Menschen, die auf der gleichen Ebene sind wie du, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Um dich weiterzuentwickeln, musst du dich unweigerlich in die Energien von Menschen begeben, die dort sind, wo du hin möchtest. Weil nur die können dir auch den Weg dahin zeigen. Wie es funktioniert, wie beim Navigationssystem. Und da mal noch ein metaphorisches Beispiel zum Bewusstmachen, damit du weißt, was ich meine. Ich war am Freitag bei der Fußreflexzonenmassage. Und da gibt es ja Punkte, ich kenne mich ein bisschen aus, schon so eigenes Wissen angeeignet, welche Punkte da am Fuß, bei den Meridianen, welches Organ ansprechen. Und wenn du dich ein bisschen mit der traditionellen
Medizin auskennst, dann weißt du ja, wenn Meridiane gedrückt werden und die wehtun, das sind die, die am meisten gedrückt werden dürfen, weil sie tun ja weh, weil der Energiefluss da deaktiviert ist oder nicht so ist, wie er sollte. Niemand, weder du noch ich, würden doch hingehen und am Fuß selbst die Meridiane so drücken, dass es so verdammt weh tut, um sie zu stimulieren. Man verletzt sich doch nicht selbst auf der körperlichen Ebene. Auf der mentalen Ebene verletzt man sich selbst sehr wohl. Anderes Thema, will ich jetzt gerne drauf eingehen. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, das sind so die Dinge, wo wir, naja, ein anderes Thema. Aber deshalb braucht es doch jemand wie hier, um die Meridiane zu aktivieren, damit der Körper in Harmonie ist, damit die Energie da frei fließt, der das macht, der mich begleitet jetzt hier in dem Bereich. Und so ist es auch in deinem Leben. Erlaub dir, jemand an deiner Seite zu haben, der oder die dort ist, wo du hin möchtest, weil nur die kann dir ja den Weg zeigen. Kann dir zeigen, wo es Hindernisse gibt und wie du da durchgehst, wie du über sie hupfst, wie du sie zur Seite räumst, die Brocken, die kleinen, die großen oder wie auch immer. Das ist eines der Geheimnisse, dort anzukommen, wo du wirklich hin möchtest. In dem freien Leben, mit dem Spaß, mit der Leichtigkeit, wie du es haben möchtest. Ergibt das Sinn, ihr Lieben? Schenkt mir mal nochmal ein paar Herzlein. Danke. Also, Fazit. Hör auf, dich damit zu beschäftigen, welche Glaubenssätze in dir verborgen sind, welche Prägungen noch in dir aktiv sind, welche Muster, welche Schleier über dich gelegt wurden, welche Themen aus der Ahnenreihe es noch zu lösen gilt. Wir können unser ganzes Leben damit beschäftigen. Begib dich heute auf den Weg deines Herzens. Erlaub dir, jemand an deiner Seite zu haben, der oder die dich dahin begleitet. Das machen wir zum Beispiel im SoMed Live, 8 Monate. Madeleine, ich und das Team im Hintergrund. Und geh für dein Leben. Du bist doch mal als Gewinnerin hierher gekommen. Du wolltest doch mal Großes erschaffen. Du hattest große Träume. Wie sehr hast du es früher als kleines Kind gelebt, vielleicht Prinzessin zu sein, Prinzessin zu spielen, auf der Bühne deines Lebens zu stehen, als Künstlerin, als Sängerin, als Schauspielerin oder als was auch immer. Du wolltest die Welt bereisen. Was auch immer in dir verborgen ist, erlaub es dir doch wieder auszugraben, ans Licht zu lassen. Deshalb bist du doch hier, damit du auf dein Leben zurückblickst und denkst, wow, das hat ein paar Jahre gedauert, ich habe ein paar Schleifen gedreht, aber ich habe doch mein Leben noch gelebt, damit du nicht zurückblickst und denkst, hätte ich doch nur. Trau dich da durchzugehen. Und hör auf, dir die Geschichte zu erzählen, es geht jetzt nicht, weil ich kein Geld habe und, weil damit bestellst du ja das, kein Geld zu haben beim Universum. Ergibt Sinn, ihr Lieben? Wachrüttler beim Sonntag-Live-Event. Danke für deine Zeit, dass du hier heute Morgen mit dabei warst. Und wenn du jetzt wirklich durchstarten möchtest, das Navigationssystem gerne hättest, Madeleine, mich und auch das Team an deiner Seite, die dir dabei helfen, dir dein Soulmate Life, dein seelengemachtes Leben zu erschaffen. 8 Monate uns an deiner Seite. Dann trag dich ein, lass uns sprechen, welche Möglichkeiten es für dich gibt. Wir werden erstmal so 15, 20 Minuten am Telefon mit dir sprechen. Mal auch näher hinschauen, wo du stehst, wo du hin möchtest. Du kannst in diesem Gespräch auch dich noch mit für Soulmate Life entscheiden oder irgendwas kaufen oder so. Es geht einfach dann in diesem ersten Gespräch mal zu schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, und dann schauen wir, ob Soulmate Life oder eines der anderen Programme in der Akademie, was für dich in Frage kommt, und dann können wir erst einen zweiten Termin mit dir verabreden, wo wir dich dann auch näher kennenlernen und du dann auch, wenn du das möchtest, durchstarten kannst mit uns. Okay, ihr Lieben, Link schicke ich gleich ins Kommentarfeld, schreibe ich gleich ins Kommentarfeld und trag dich da ein und lass uns einfach mal reden, weil schau mal, es ist viel, viel mehr für dich möglich als das, was du bis eben für möglich hältst.
Und erlaube dir, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du das Allerbeste im Leben verdient hast und das Leben, das Universum immer wohlwollend an deiner Seite sind. Du darfst dich nur für dich, für dein Herz, für deinen Seelenplan, für deine Mission, für deine Vision, für den Ruf deiner Seele auch entscheiden. Okay? Bis dahin. Ciao, ciao.